Servus Leute, Brandy hier und willkommen zurück zu Pokémon Blood Grün. In der letzten Folge, beziehungsweise in der letzten Training Session, haben wir alle unsere Pokémon auf Level 37 gebracht und machen uns jetzt dann mal langsam aber sicher auf dem Weg in Richtung nächster Orden. Jetzt ist die Frage, wollen wir uns in Richtung nächster Orden hier lang begeben oder Richtung Safari-Zone? Ich würde sagen, eine größere Challenge würde der fünfte darstellen, deswegen gehen wir jetzt erstmal Richtung Fahrrad-Dingens da. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe ehrlich gesagt null Bock auf Challenge jetzt. Also doch, Challenge schon, klar, aber hier jetzt nicht irgendwie so extremely. So, jetzt müssen wir erstmal uns die Trainers suchen. Oh, da ist der erste Trainer. Oh yeah, come on baby. Es lohnt sich nicht, Kinder auszurauben. Ja, das glaube ich, die haben fast nichts bei sich. Also normalerweise, außer man ist so ein richtiges Bonzenkind. Dann hat man natürlich auch andere Sachen dabei, aber im Normalfall hat man jetzt nicht irgendwie großartig was dabei als kleines Kind. Beziehungsweise in unserem Fall als Teenager. Außer halt wir haben halt einfach mal dezente 32.000 Poké-Dollar dabei, oder wie das auch heißt. So. Und die beiden müssten dann auch relativ schnell erledigt sein. Schließlich ist 29 ein paar Level unter 37. Yeah. Die Luft ist raus. Jawoll, du Bitch. Du Bitch-Flüsterer, ey. Och, come on. Bams. Was willst du, Tröte? Eigentlich will ich gar nichts, sondern einfach nur noch das Let's Play vorantreiben. Jetzt wird eine mega Aufnahmesession gemacht davon, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, ich werde so um die... Ja, ich versuche mal so 10, 15, 20 Folgen zu machen. Und dann einfach mal zu schauen, wie es so weiterläuft bei uns. So, dann hätte man das jetzt auch geklärt mit Macholo. Machalla. Ich möchte es einfach mal fertig aufgenommen haben. Das Let's Play ist mir wichtig, weil... Keine Ahnung. Man muss sich ja nicht immer festbeißen an einen... An ein Ding, und deswegen denke ich mir, es ist schon ganz gut, wenn wir das mal fertig haben. Ja, mach du nur deine Gesichter, Macholo. Machomai, Entschuldigung. Machomai. Ja, wie ist denn der nächste Punkt dann oder Schritt? Oh, das ist fucking shit. Das ist fucking shit gewesen. Naja, was soll's. Dafür haben wir einen Ling, was einige an XP dafür bekommen wird. Psy-Strahlen. So, was du kannst besorgen, verschiebe stets auf Borg. Hoho. Nee, also. Muss weitergehen, ich hänge hier mit diesem Projekt schon Ewigkeiten. Deswegen wird es Zeit, dass wir neue Projekte beginnen. Und um neue Projekte zu beginnen, muss ich natürlich erstmal dieses hier beenden. Und bevor ich das kann, oh, das ist natürlich ganz grandios, muss ich halt erstmal zu Ende spielen, aufnehmen, bis zum ersten Ligasieg halt. Und dann ist halt fertig das Projekt Pokémon. Und ja, dann wäre ich auch zufrieden, muss ich sagen. Als nächstes habe ich, glaube ich, schon angesagt, wird es Deponia sein. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich Deponia zuerst mache oder ob ich nicht Naruto zuerst mache. Das liegt nämlich daran, dass wenn ich nämlich einen PC, mir einen Laptop zulege, es für mich deutlich einfacher wird, diese Spiele zu spielen auf dem Laptop als wie hier. Deswegen bin ich noch so ein bisschen am überlegen, ob ich doch nicht zuerst ob ich nicht zuerst Naruto aufnehmen möchte. Bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, muss ich ehrlich sagen. Das tut mir jetzt ehrlich gesagt leid, aber
Das gehört nun mal dazu, weil ich denke eben nun mal, dass es nicht schlecht ist, wenn man, wenn man eben sich mehrere Optionen offen hält, weil es kann ja immer sein, dass irgendwas ausfällt, was durchaus menschlich ist. Und ich sag dann halt, dass, Voltoball wird dich unter Strom setzen. Das ist natürlich blöd, weil wir einen Lapras haben. Egal. Weil einfach was immer Unerwartetes passieren kann. Keine Ahnung, ich verliere Fraps. Puh. Bin ich gezwungen, auf mein HDPVR PlayStation Spiel aufzunehmen. Deswegen lasse ich mir jetzt einige Optionen immer wieder frei. Und deswegen werde ich mir auch wahrscheinlich noch, je nachdem wie ich den Laptop habe, also wenn ich einen Laptop jetzt dann bald habe, wenn ich mir den kaufe, dann ja, dann wird definitiv Deponi als erstes aufgenommen. Und falls das nicht der Fall sein sollte, werde ich anfangen mit Naruto. Ich hoffe, das stellt für alle Anwesenden hier kein Problem dar, und selbst wenn, würde es mich kaum jucken, da ich mir denke, dass beides grandiose Spiele sind. Und da wir ja schon Naruto eigentlich mal angefangen hatten, denke ich mal, könnte man auch Naruto zu Ende machen. Eigentlich am fairsten. Und deswegen habe ich auch noch nichts gesagt dazu. Also beziehungsweise mich erst jetzt dafür geäußert, wie es so aussieht mit meinem Laptop und den Projekten. Ich habe zwar vorhin angedeutet, dass irgendwas sein wird und was kommen wird. Das ist definitiv so, ja. Dem ist so. Aber es hängt noch einiges so in der Luft, wie es passieren wird, wann es passieren wird, was zuerst kommen wird, wie oft was kommen wird natürlich auch. Es kann natürlich auch sein, dass ich einfach sage, ich mache halt beide gleichzeitig projektmäßig. Und dann kommt halt eben nur alle zwei Tage eines von den beiden Projekten, abwechselnd um 20 Uhr. Und deswegen denke ich mir, lasse ich mich da jetzt nicht unbedingt stressen. Wir haben Zeit. Wir haben Geduld, denke ich mal. Und das Wichtigste ist, solange wir die Motivation haben, ist es, also lohnt es sich alles. So, als nächstes machen wir mal ein bisschen hier schön Maschok aufreiben. Ein Mega-Ziel wäre es irgendwie mal irgendwann in meinem Leben 2000 Klicks am Tag zu haben. Ja, ja. Das klingt echt nach Tagträumerei. Das klingt auch. Das ist auch so. Das ist klingt nicht nur so, das ist auch so. Muss man halt sagen, so wie es ist. So. Müssen wir mal jetzt kurz die Pokémons tauschen. Und zwar. Lapras hat sich austrainiert. Als nächstes werden wir mal. Nee, das machst du jetzt. Lingen. Rumlingen. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie das so, wie lang das hier noch runtergeht. Ja, das ist quasi hier das Ende schon. Zieh Leine, ich bin erschöpft. So, wenn wir diese wahrscheinlich den Radweg machen in dieser Folge, finde ich nicht schlecht. Dann haben wir noch ein bisschen trainiert und dann machen wir in der nächsten Folge die Safari-Zone und holen uns mal Surfer und Stärke. Das wäre so das erste Zielchen. Zertrümmerer könnten wir uns natürlich auch irgendwann mal holen, besorgen. Würde uns, glaube ich, auch nicht schaden. Wenn ich mir kurz nachdenke, brauchen wir sowieso alles, wenn wir zur Pokémon-Liga gehen. Deswegen ist es durchaus von Vorteil, wenn wir uns alles mal holen, sage ich mal, holen, ja. Wir wechseln jetzt mal zum Funke, weil der kann die gut auch, also auch gut gebrauchen, die XP hier von Smogmog und so. Deswegen erstmal schön, lassen wir ihn auch ein bisschen seinen Spaß haben, zumal ja der Funke auch bald 38 ist. Und das muss natürlich halt auch nicht sein, dass er da hier seinen 38 nicht erreicht, nur weil wir unser Smetbo ein bisschen durchgehen tanzen haben lassen. Ich bin eigentlich recht zufrieden mit unserem Team.
bis auf die letzten paar Änderungen bin ich eigentlich echt zufrieden. Ich habe nicht, also ich habe ehrlich gesagt vergessen daran zu denken, dass wir ja ein Wasser-Pokémon nicht im Team haben. Und deswegen kam es zu dieser letzten Veränderung da. Aber so mit Rasav, Glurak, Smetbo, Raichu, Lapras und Tauboss bin ich eigentlich schon gut zufrieden mit unserem Team. Und bin eigentlich guter Dinge, dass wir das Spiel recht gut überleben werden. Und auch recht fix durchziehen können. Und deswegen... Zack. Okay. Raichu hat's auch geschafft auf 38. So, dann haben wir hier noch unsere zwei kleinen Lungerer. Jetzt kann man schon in jede Stadt außer 3 fliegen. Wunderschön, natürlich. So, jetzt müssen wir nach oben. Weil oben ja noch ein paar Biker sind zum Besiegen. Ich denke mal, wir schaffen das in diesem Part noch. Beziehungsweise hoffe ich das. Weil ansonsten wird das recht eng mit unseren... Also, ich mache einfach mal so lange die Folge so lange, bis wir das Ding durch haben. Naja, das ist natürlich nicht so klar. Genauigkeit sinkt. Ja, das ist natürlich blöd, aber wir werden... Dafür haben wir unser Aero-Ass noch. Das wird definitiv noch treffen und unser Monkey hat es auch bald auf 38, deswegen finde ich eigentlich top, weil dann, wenn wir ungefähr mit Level 38 dort antanzen, wenn wir Fackel vorausschicken, weil der Monkey ist hier etwas uneffektiv, sage ich mal so. Die Folge werden wir jetzt so lang machen, bis wir einfach hier durch sind. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt viel zu blöd. Müsste effektiv sein. So, also ein bisschen. Nicht gerade allzu effektiv, aber ein wenig effektiv, deswegen nicht schlecht. Okay, das hat gereicht. Das finde ich noch besser. Ja, unsere Fackel hat auch schon fast 38. Das ist natürlich sensationell. Also fast. Drei Viertel ist durch. Ist für mich fast. Muss ich ehrlich sagen. Ach so, hier teilt sich der Weg nochmal in zwei. Das ist natürlich ganz großes Pokémon hier. Jetzt frage ich mich allerdings, wo die Trainer hier bleiben. Hier sehe ich nur so scheiß Schilder. So, hier haben wir niemanden. Das kann ich mal abchecken, wenn ich mal runterfahre. So, wir sind Biker, Könige des Highways. Ja, das ist sehr schön für euch. Ich fahre hier mit dem Fahrrad, ihr mit dem Motorrad. Das ist natürlich was, leistungsmäßig großer Unterschied. Muss man halt so sagen, wie es ist. Ich hoffe, das zieht nicht viel auf. Bloß nicht, ja. Die Hälfte der KP mit einem Angriff. Das ist es leider nicht für dich, aber du wirst auf jeden Fall 38 erreichen in dem Kampf. Die Fackel wahrscheinlich auch sogar. Nee, das nicht mehr. Nee, also die erreicht definitiv nicht mehr 38 in dem Kampf. Außer der Typ wirft pro Kopf einfach mal 700 EPs raus oder 800. Dann könnte das natürlich funktionieren, dass das unsere Fackel schafft. Das natürlich jetzt nach einmal Kompriminator oder wie man das sagt, dass unser Ding da verfehlt, das war natürlich ganz klar. So. 555, 38, nee, wir erreichen keine 38. Ich bin voll auf die Na. Ja, da hast du definitiv recht. So, jetzt machen wir das mal so. Tauschen mal mit Täubchen. Oh, leck mich doch fett, ey. Wir geben ihm einen Hyperheiler. Zack. Jawohl. Einen Subtrank. Zack.
Und dann hätten wir alles erledigt mit ihm. Und du bist Level 38. Tauschst nochmal mit unserem Funken Platz. Der ist unser letzter Funke Hoffnung. Ist schon besiegt. Ist schon besiegt. Na dann. Hier muss da auch noch einer sein. Jawohl. Ich muss ein wenig abnehmen. Ja, das ist natürlich was ganz Schlimmes, dass du das tun musst. Wie kannst du nur so fett sein, Mann? Wahnsinn, Wahnsinn, diese Leute. Die machen sich immer nur so fett hier. So, machen wir es mal so. Probieren wir mal die Fliegenattacke. Zack, Täubchen fliegt hoch empor. Versucht er mich mit seiner Kratzfuhre zu treffen. Und das ist natürlich ultra effektiv. Und das freut mich natürlich auch extremst, da unsere Täubchen auch einiges an, ich sag mal, EPs noch braucht. Deswegen ist es eigentlich umso besser, dass der jetzt hier Kampf-Pokémon hat. Und wir unser Täubchen schön nach oben schießen können vom Level her. So, wir werden nochmal ein Fliegen nehmen. Ich glaube, für Machomai brauchen wir ein bisschen mehr als wie nur einmal. Ein Flügelschlag. Und das ist super effektiv. Und das ist auch eine super Sache, was wir gerade gemacht haben. Aber so wie ich das jetzt gerade sehe, sind wir jetzt schon wieder im Bereich 38 mit beiden. Zwei Pokémon-Kämpfe noch. Also Pokémon-Kämpfe, nicht Trainer-Kämpfe. Und wir sind da Level 38 mit beiden. Also sensationell, was da abläuft. Das ist natürlich sehr groß gemacht, muss man halt so sagen, wie es ist. Finde ich ist top. So, gibt's, müsste eigentlich noch einen geben, oder? Nicht? Schade, ich dachte, wir haben vielleicht noch einen. Aber da unten haben wir noch so ein paar Pokémon-Biesterchen zum Kämpfen. So drei Vogeltrainer. Ich laufe überall durch hohes Gras, um Pokémon aufzuspielen. Ja, das tu dann mal schön, mein Freund. Das ist natürlich was Sensationelles für dich. Du hast ein Habitak. Und das ist sehr, sehr, sehr okay. Deswegen benutze ich einfach nur einen Ruckzuck-Hieb, besiege es und wechsle das Pokémon. Nee, doch noch nicht. Wir werden das so machen. Eins, zwei und Schritt drei. Es müssen dann beide 38 erreichen in diesem Kampf. Aber für diese Vogeltrainer werden wir uns mit einem... Mal schauen, wie stark Steinhagel dagegen ist. Diese Vogeltrainer werden wir uns unserem Funken natürlich Vortritt gewähren. Er hat natürlich mehr verdient. Was heißt mehr verdient? Er hat es halt mehr drauf gegen die. Einmal ein Donnerblitz und dann ist eh alles vorbei bei denen. Deswegen werden wir einfach mal unseren Vogel-Pokémon Heini da vorlassen. Sensationell, dass beide gleichzeitig 38 erreichen. Finde ich sehr gut. Dann haben wir nämlich alle nochmal schön auf 38 gepusht. So, machen wir es mal so. Okidoki, das hier ist mein Gebiet hier, ja. Du kannst dein Gebiet gleich haben. Ich mach dich nur kurz kaputt. Für die brauche ich sogar nur eine Schockwelle. Die übrigens viel brutaler aussieht als wie so ein Donnerblitz oder so. Aber auch deutlich, deutlich schwächer ist als ein Donnerblitz, muss man einfach so gesagt haben. Habitak, Habitak. Noch ein Habitak und dann wahrscheinlich ein Ibitak nochmal. Das ist alles kein Stress in Dress. Ja. Wie wird es weitergehen mit Pokémon auf meinem Kanal? Das ist so die Frage der Fragen der Fragen. Ich denke mal, dass ich bestimmt noch irgendwann mal wieder eins machen werde.
irgendwie vielleicht Platin oder so, oder Diamant und Perl oder so, oder Rubin und Saphir. Irgendeins werde ich schon bestimmt machen, aber ich denke nicht, dass es so direkt im Anschluss sein wird. Ich möchte jetzt nicht irgendwie einen konstanten Pokémon-Beitrag leisten. Ich denke mal, dafür gibt es genügend andere auf dieser Plattform YouTube. Ich möchte mich eher so im Bereich der normalen Spiele, so Roleplay, Shits like, so bisschen so Fantasy-like und so ein bisschen. Das ist natürlich geil. Dodri wollte ich auch schon immer haben, muss ich sagen. Ich finde Dodri mega. Aber wir haben schon unser mega geiles Flug-Pokémon Tauboss. Deswegen ist dafür kein Platz mehr. Und deswegen werden wir es einfach auch einfach besiegen, so wie wir es gerade gemacht haben. So. Fuchsania City ist hier das Pokécenter. Und wir heilen uns jetzt erstmal. Und wir sind aber noch nicht fertig mit den Trainerkämpfen. Aber für diese Folge sind wir einfach mal durch. So. Hiermit wünsche ich euch einen schönen Tag, meine Freunde. Beziehungsweise einen schönen Abend, da wir ja jetzt schon abends haben, 20 Uhr. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Chosen.